dong dulu. Monster 777 gegen Juddle. Chat, wir sind da. Luis Bomaboni, let's go. Maxi ist auch noch da. Die Sets werden gerade geuploadet. Die End of the Line Bots, wann kommen sie, Case? Gute Frage. Oh shit, Jojo mit dem Zahnstochi. Ey, Mukau ist immer noch am Start, Digga. Ey, Mukau, geil, dass du noch dabei bist. Danny P6 Hours in jedermanns Gesicht, Junge. Das sind die Emotes, für die wir leben. Ja, Sigi. Hast Urlaub? Let's go. Wie gefällt dir das eigentlich, Mukau? Wie gefallen dir unsere Melee-Turniere? Hast du Spaß oder was? Jo, lässt dich ein bisschen verarschen, Alter. Oh mein Gott, das ist was für ein merkwürdiger Schildwert. Ja, okay, jetzt will Michele ein bisschen zu sehr mit der Side B. Und es klappt halt auch so, ne? Er macht's und es klappt. Das ist halt so. Das muss echt unangenehm für Jojo sein. Und das ist noch eine Abwehr. Ne, schafft er nicht. Okay, und Jojo kommt zurück. Mit einer Fair. Er hätte noch ein Opening bekommen können, aber hat sich für die Side B entschieden, was ich ein bisschen weird chain finde. Ich habe richtig überhaupt null Ahnung von dem Spiel, dem eigentlich Tekken Spiel, aber ist mega spannend. Ja, let's go, Alter. Ey, Mukau, es gibt bestimmt auch in deiner Nähe eine lokale Melee-Community, weil die gibt es eigentlich überall. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber wahrscheinlich gibt es diese lokale Melee-Community, wo auch immer du herkommst, auf jeden Fall auch. Und wenn ich das unbock, was du siehst, so, sei dabei. Wir haben Luis Bamaboni, auch ein Jenny P6 Atze. Oh mein Gott, die F-Smash hat gereicht. Der hat bei mir zugeguckt und er meinte so, er hat das Smash-Documentary gesehen und fand es halt voll nice so. Und er hat so ein bisschen für sich gegrindet zu Hause. Und dann meinte ich so, woher kommst du denn? Er so, ja, Braunschweig. Ich so, ja, okay, Alter, da gibt's bei euch in Hannover, gibt's halt ein Weekly. Und dann war er die Woche das erste Mal beim Hannover Weekly so. Und mir hat Paul, der TO von dem Hannover Weekly, hat mir so geschrieben, so, ja, Dicker, deinetwegen haben wir jetzt hier ein neues Mitglied beim Hannover Weekly. Ich so, ja, let's go. Und dann hat mir Luis am nächsten Tag im Chat geschrieben, so, ja, ich wurde mies gefickt. Ich so, okay, schade.
Wenn im Ruhrgebiet rum wird, auch mal gucken, ob ich das finde. Ja, im Ruhrgebiet gibt es auf jeden Fall einiges. Wie war der Score am Ende? 3-0, Jojo Monster 7-7-7-7. Kein Problem für ihn, Alter, 3-0. Das Grudge Money Match wurde relativ safe von Jojo entschieden. Er hat nämlich die ganze Corona-Phase über hat er richtig viel gegrindet. Er hatte auch Coaching und sowas so. Und deswegen, na klar gewinnt er nicht mehr. Er verliert er nicht mehr gegen den er schon mal, also die ganze Zeit immer verloren hat. Er sagt so, ja, ich habe genug gegrindet. Ich bin jetzt am Start. Also wir machen jetzt hier ganz andere Sachen als vorher. Und hat funktioniert. Hat einfach funktioniert. Michele hat seinen Respekt für Jojo wiedergefunden, den er schon immer hatte, aber irgendwie nie so wahrhaben wollte. Ich überlege gerade im Ruhrgebiet, was es da für Weeklies gibt. Also, ich weiß nicht, wo im Ruhrgebiet du bist, aber in Bochum sind zwei der besten Spieler Deutschlands, Jonas Kellner und Lukas Käse. Du kannst auf jeden Fall dich mit denen connecten so. Kellner und Käse heißen die. Die wohnen noch zusammen. In Bielefeld, was jetzt ein bisschen mehr Ostwestfalen ist, da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Spieler.